Heute bei uns zu Gast in den Musikergeschichten Wolfgang Becker, Multiinstrumentalist mit allen Saiteninstrumenten, wie zum Beispiel Gitarre, Mandoline, Kontrabass und was es so gibt. Grüß dich erstmal. Hallo Stefan, hallo Wolfgang. Dank, dass es geklappt hat. Danke für die Einladung. Danke, dass du kommst. Wie fing es bei dir an mit der Musik? Kannst du dich noch, was ist so deine früheste musikalische Erinnerung? Meine früheste musikalische Erinnerung ist ja, das Gesicht meiner Eltern, als der Achtjährige auf die Idee kam, Gitarre zu lernen. Es gab kein Instrument bei uns in der Familie, es gab keinen, der irgendwie mit Musik zu tun hatte, aber ich wollte Gitarre lernen. Und das war 68, also man kann sich vorstellen, das war nicht so wie heute, dass man irgendwo hinging und sagte, ja klar, Musikschule oder ich suche mir einen Lehrer oder ich war alles nicht. Mhm. Und so suchten die ein bisschen und fanden, über einen Arbeitskollegen meines Vaters fanden die einen Mandolinenverein. Und da hat man mich dann mit viel Bauchschmerzen, weil mit 8, 9 Jahren haben die normalerweise nicht ausgebildet, haben die mich in die Ausbildungsgruppe genommen. Und dann habe ich Gitarre gelernt nach Noten. Mhm. Also alle Pickings nach Noten gelernt, was ja, äußerst anstrengend war. Aber kein Problem, ich bin da durch und hatte dann mit 10 mein erstes Konzert mit denen. Die haben ein Schülerorchester gehabt, die haben ein Jugendorchester gehabt, die haben also vorbildliche Jugendarbeit geleistet natürlich und waren viel unterwegs. Das waren so die ersten Erinnerungen. Ja, und dann ging es auch schnell weiter bei denen im Prinzip. Ich lernte Kontrabass. Die hatten nämlich einen in der Ecke stehen und das auch mit 10. Das fand ich also sehr genial, dieses Instrument. Mhm. Und dann habe ich da auch Mandoline gelernt im Laufe der Zeit und Mandola gelernt. Also das war alles das, sodass ich alles konnte, was die auch konnten, anboten. Und bin dann da in die, habe ein bisschen Orchester geleitet. Also das alles, was man da machen konnte. Ja. Das waren so die ersten Erinnerungen, bis ich dann zum Gymnasium kam. Und da wurde dann der Kontrabass natürlich sofort adaptiert. Fürs Schulorchester. Fürs Schulorchester, ne? Das ist ja das kenn ich heute noch so, das kennst du auch. Na, wenn einer Kontrabass spielt, hat er sofort einen Job. Genau. Das war sehr angenehm. Die haben mir auch den Unterricht gegeben. Das war so ein engagierter Musiklehrer, der halt, naja, aus der Praxis kam, der Jazz gemacht in der, während nach dem Krieg und so weiter, war Pianist, war Oboist, war also eher Berufsmusiker und kam dann in die, ging in die Schule und hat dann da Orchester aufgebaut, Orchesterarbeit. Mhm. Das, was wir heute versuchen mit Bläserklassen und mit Streicherklassen, das hat er alles im Prinzip alleine gemacht, brachte seine Instrumente mit, verlieh die und war auch clever genug, das muss man sagen, zu sagen, jetzt ist für mich Schluss, jetzt suche ich dir einen professionellen Lehrer. Also einen, der das Instrument besser kann. Ja, das ist auch sehr wichtig bei Lehrern. Ja. Genau. Und so kam ich dann ganz schnell, weil ich hatte ja schon einiges an Erfahrung, auch ganz schnell an den Solobassisten der Bochumer Philharmoniker oder Symphoniker. Mhm. Und der hat mich dann, weiß ich nicht, ab 12 bis hin zum Studium ausgebildet. Mhm. Sonntags morgens 8 Uhr. Oh ja. Also man merkt, ich bin ein bisschen musikverrückt, ein bisschen wahnsinnig. Mhm. Und da ging, so ging es im Prinzip dann los. Genau, also Kontrabass in der Sonntagsschule. Ja, aber ich war nicht alleine. Ich war der Erste, ich fing um 8 Uhr an und der kam natürlich aus Bochum. Mhm. Der kam so, dass wir um 8 Uhr begannen und er endete um 12. Mhm. Und hat dann 4 oder 5 Schüler durchgebracht fürs dortige Kammerorchester. Das war so ein Amateurorchester, das gibt es heute noch, die sich von der VHS, quasi vom kleinen VHS-Orchester hoch entwickelt haben, muss man sagen, und das auch sehr gut gemacht haben. Und auch dann natürlich Kontrabässe fehlten, wie überall, und dann die Bassisten selbst ausgebildet haben. Genau, und mit Kontrabass ist es ja sowieso hauptsächlich interessant, mit anderen Leuten auch zusammenzuspielen. Das ist natürlich. Ja jetzt, finde ich zumindest, nicht so ein Instrument, wo man gerne stundenlang alleine spielt, außer man übt. Ne? Richtig. Mit Gitarre und Klavier ist es da irgendwie erfreulicher, alleine auch zu spielen. Weil die Ausbildung war schon klassisch. Ne? Genau. Also das, was wir nachher gemacht haben, also waren Kontrabass-Quartette und das auch wirklich vor Publikum, das hat schon Spaß gemacht. Ne?
Ja, im Quartett, das ist ja, was ich meine. Also nur Zusammenspiel mit anderen. Ja, aber das ist egal mit wem. Das ist schon klar. Mit dem Kontrabass kann man auch im Duo mit allen möglichen. Ja. Das reicht auch, ne? Nur, das ist, glaube ich, wie Schlagzeuger, das ist auch nicht so interessant, jetzt alleine, ganz alleine zu spielen, wie jetzt ein Pianist, der den ganzen Abend alleine spielen könnte oder so. Du sagtest aber, mit 10 hast du schon mit Kontrabass angefangen. Ja. Hatten die denn da ein kleines Instrument? Nein, gab's alles nicht. Oder bist du hast groß, auf dem Podest gestanden? Auch nicht. Ich war ziemlich groß. Hm. Die haben mir dann, weil ich einfach zu noch ein bisschen wachsen musste, erst einen Balalaika-Bass gegeben. Dann habe ich also ein halbes Jahr Balalaika-Bass gespielt. Diese dreieckigen. Diese dreieckigen Dinger. Mhm. Und dann saß ich da so drüber. Mhm. Aber das hat mir ganz schnell, ging es auf den Kontrabass. Den habe ich also dann ganz runtergeschraubt. Mhm. Und zum Zupfen geht das ja. Also das war am Anfang, es ist ja ein Zupforchester, es war einfach nur Grundtöne zupfen. Ja. Das ging dann. Mhm. Und als ich dann, ein Jahr später, kam dann ein bisschen mehr dazu und irgendwann kam der Bogen dazu und dann war es das. Ich habe das immer noch, ich habe den Stachel immer ganz drin. Ja. Meine Größe. Aber genau die richtige Höhe. Das geht schneller beim Anfang. Gut, ich spiele mittlerweile einen Dreiviertelbass, also der hat es natürlich. Ja. Ist klar. Ja, aber das ist natürlich schon recht früh, dass du dann da eingestiegen bist und relativ schnell vorangegangen, direkt als Multi-Instrumentalist auch mit den Seiteninstrumenten. Ja, das also Instrumente, die du gesehen hast, wolltest du dann auch gerne spielen können oder zumindest mal probieren. Und erst probieren und dann habe ich es immer, und dadurch, dass ich diese Anbindung an Schülerorchester und Jugendorchester hatte, konnte man sich auch ausprobieren. Mhm. Das war eben, also fällt mir gerade ein, es ging dann so, dass bei der Probe lagen alle Instrumente auf den Sitzen, die haben die so festgeklemmt und dann ging der Orchesterleiter von der einen Seite rum und stimmte durch, der stimmte die für die Leute. Ach so. Und dann habe ich irgendwann gefragt, dann kann ich auch probieren. Dann habe ich ausprobiert und dann haben wir, ich weiß nicht, 2-3 Jahre lang, jeden Freitagabend die Hälfte der Instrumente gestimmt. Er die eine Hälfte, ich die andere. Also die ließen einen auch. Mhm. Na, das ist natürlich für einen 13-, 14-Jährigen ein bisschen merkwürdig, dass wird. Hat er aber so einfach zugelassen. Das fand er gut. Ja, aber wenn in jedem Alter so ein Interesse für sowas ist, muss man das auch zulassen, meiner Meinung nach. Und die andere Seite ist, du hast natürlich unheimlich viel gelernt, weil die sind ja alle, haben ja alle unterschiedliche Stimmungen. Du wusstest dann ganz genau, welches Instrument wie gestimmt ist. Genau, Dann kann man sich, wenn man mehrere von den Instrumenten auch direkt vorstellen, welche Griffe kann ich jetzt da drauf spielen, dem anderen. Ja, und die waren natürlich, gerade in diesem Zupforchester, stark Notisten. Also die haben aufgeschrieben, das waren alles. Die haben Konzertstücke gespielt. Mhm. Das war schon so. Also wir sind auf Konzertreisen durch Italien gegangen. Das ist ja wie Eulen nach Athen tragen. Ne? Ja. Aber sie waren gut und sind wahrscheinlich heute noch gut, weil ich bin ja zugezogen. Ja, und ich finde auch nach wie vor auf jeden Fall, wenn man Noten lesen und notieren kann, das hilft einem total weiter. Macht vieles einfacher. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Man kann sich zumindest auch was aufschreiben, wenn man eine Idee hat und die ist nicht wieder vergessen. Ja, und so war die Richtung dann irgendwann vorgegeben. Ne? Ich habe dann mit 14 Klavier gelernt, war dann klar, ich studiere Musik. Und Da ist ja Klavier dann automatisch Nebenfach, wenn man Kontrabass... Du hast, glaube ich, Kontrabass studiert dann. Ja, ich habe nachher Musikwissenschaft studiert. Also Kontrabass war schon so. Ich hätte an der Volkshochschule in die Begabtenklasse gekonnt. Das hätte aber zur Folge gehabt, dass ich mit 16... nach Essen hätte ziehen müssen. Mhm. Das hat meine Mutter nicht gemacht. Die hat also gesagt, der Junge geht nicht. Ja. Okay, dann habe ich Abitur gemacht. Dann hatte ich einen Studienplatz in Münster für Kontrabass. Das hat sich auch so entwickelt, dass ich aber erst Zivildienst machen musste. Ja. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, okay, also, ne, meine Eltern hatten überhaupt keine Beziehung zu Musik und denen war das vollkommen fremd, was ich dann wohl damit machen wollte. Mhm. Und die Nachkriegsgeneration sagte dann, also, ne, was passiert, wenn dir der Finger wehtut, wenn du nicht mehr spielen kannst, das Risiko. Ja. Ein Onkel von mir, ein angeheirater Onkel, dessen Vater war Pianist und hat im Krieg einen Arm verloren. Das ist natürlich eine Geschichte, die durch so eine Familie dann geht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, studiere ich erstmal Schulmusik. Das war es aber nicht. Ich bin dann nach einem Semester auf Musikwissenschaft umgeschwenkt und habe den Kontrabass quasi parallel im Privatstudium bei meinem alten Lehrer weiter studiert. Ja. So, das war ja dann egal, man musste nicht wechseln, dann habe ich gesagt, dann bleibe ich hier und mache das da. Das geht meiner Meinung nach auch genauso gut. Also man muss jetzt kein Studium. Im Studium kann man auch Pech haben, dass man Dozenten hat, mit denen man persönlich oder aus irgendwelchen Gründen nicht klarkommt, dann bringt das weniger vielleicht, als wenn man Privatunterricht nimmt und kann sich den Lehrer aussuchen. Also richtig, ja. Ich habe dann beides genutzt. Ne? Das war dann sehr witzig, dass ich hatte sonntags den Unterricht hier, also zu Hause, und dienstags in,
in Osnabrück. Ich habe in Osnabrück Musikwissenschaft studiert. Da war obligatorisch ein Instrument dabei und also habe ich den einfach benutzt, den Lehrer. Der fand das ganz witzig, weil er ganz viele Dinge an Noten noch mitgekriegt hat über mich. Ich habe dann immer was Neues mitgebracht und wir haben das dann zusammen ausprobiert. Ja. Das ich fand es gut, er fand es gut. War eine Win-Win-Situation für beide. Wunderbar. Und durch das Studium der Musikwissenschaften hast du ja dann auch den theoretischen Background wesentlich erweitert. Ich denke mal vor allen Dingen auch musikgeschichtliche... Das ging sehr stark auf Musikgeschichte. Mich hat damals neue Musik interessiert. Also ich habe meine Abschlussarbeit über Penderecki geschrieben. Ja. Die Zwischenarbeit über Ligeti und elektronische Musik, das ging alles. Das war also das, was mich wahnsinnig interessiert hat. Elektronische Musik hier, WDR-Studio Stockhausen. Sowas, Stockhausen. Oder und, Pierre Schäfer. Und ja, sowas, und ganz genau. Nicht? Und natürlich, also die Prüfung ging über Atmosphäre von Ligeti. Ja. Genau. Und das war also, das fand ich genial, konnte ich gut haben. Es ist auch ein sehr spannendes Feld. Ja. Aber sowieso ist Musik ja so ein unglaubliches Universum, wo man auch... wenn man sich auskennt, immer wieder neue Sachen entdecken kann und sich dafür interessieren kann. Also für mich ist es zumindest immer spannend, Musik zu entdecken, die ich erstmal auch nicht durchschauen kann und nicht sofort analysiere, wenn ich sie höre, sondern mir das wieder erarbeiten muss, so wie früher. Ja. Ne? Weil vieles wird ja so, dann hört man so analytisch und hört schon so viel raus. Ne? Ja. Und dieses mit frischen Ohren hören, das suche ich mir immer wieder. Ja, das ist das Spannende und dann kann man bei, also ich höre heute sehr gerne Barock. Ich habe also dann auch viel über Schütz gemacht und also wirklich bin rauf und runter gegangen in diese Klaviatur und in der Musikgeschichte. Und bei Barock kann ich mich komplett entspannen, weil man hört analytisch, aber doch wieder nicht so analytisch, weil man weiß ja, was kommt, man weiß, wie es geht, man weiß, wie der Weg ist. Ja. Das ist was anderes, als wenn ich heute ganz moderne Musik höre und sage, Alter, das ist eine gute Idee oder das ist aber überraschend. Ja, genau, ja. genau. Okay, du hast dann also dein Musikwissenschaftsstudium gemacht und soweit ich weiß, spielst du aber heute in Bands. Wie ist das denn zustande gekommen oder wann fing das an? Das fing recht früh an. Ich habe natürlich während der Schulzeit in Bands gespielt. Ich habe Blues gemacht, ich habe Jazz gemacht, ich habe auch während der Zeit Saxophon gespielt. Ja. Das hatte ein bisschen was damit zu tun, dass ich... dass man beim Bund überlegt, also wenn man zum Bund ging, war es ja einfach, vielleicht in die Musikkompanie zu gehen. Das war mal eine Überlegung, so mit 16. Ich habe nachher Zivildienst gemacht, das war dann die intellektuelle Überlegung, warum man das tut. Ja. Aber mit dem Saxophon habe ich dann Jazz gemacht. Das war, machte mir mehr Spaß als mit dem Bass, weil ich konnte improvisieren, ich konnte einfach meinen Gedanken freien Lauf lassen. Das war gut. Das kam also immer. Ich habe dann eine ganze Zeit als... Alleinunterhalter gearbeitet, einfach um mein Studium zu finanzieren, als Gitarrenlehrer in privaten Musikschulen, das ging ganz gut. Also in Bands immer, aber auch in Orchestern, großen Orchestern, das ging alles. Und als ich mein Examen machte, starben meine Eltern. Das war also so ein persönlicher Einschnitt. Ja. Und da musste ich mir irgendwas überlegen, was tue ich jetzt damit? Ja. Und ich hatte schon parallel zum Studium BWL studiert, in Hagen, an der Fernuni, weil das konnte man damals nur, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber man kann sich eigentlich nur an einer Hochschule fest einschreiben. Das war jedenfalls damals so. Und an der Fernuni. Also habe ich gleichzeitig an zwei Hochschulen studiert. Das war ziemlich anstrengend, aber es hat riesig Spaß gemacht. Und hat mir nachher ein bisschen natürlich das Leben erleichtert, weil als ich dann so da stand und nach dem Examen und dann, was machst du jetzt, habe ich dann das BWL-Studium zu Ende gemacht, habe die Informatik oben drauf gepackt und bin dann einen anderen Weg gegangen. Und dann war die Frage, was machst du jetzt mit der Musik? Das ging dann auch recht schnell, wurde das entschieden, weil wenn Kinder da sind und die sind klein, habe ich also erstmal entschieden, das mache ich eine Babypause und die ging so etwa 14, 15 Jahre. Na, also da habe ich nur für mich gespielt, immer das Klavier, ich hatte noch niemals ein Klavier, also nur auf der Gitarre oder auf dem Bass, einfach nur was so ging. Und als die dann mich nicht mehr brauchten oder als ich das Gefühl hatte, ne, mein Sohn sagte jetzt nicht mehr, kannst du mal mit mir spielen oder Fußball spielen oder irgendwas anderes machen, dann fing ich wieder an Musik zu machen und dann war eine Möglichkeit natürlich Bands zu machen. Ja, natürlich. Weil dann habe ich mir überlegt, was tust du denn jetzt und was macht am meisten Spaß und so kam ich dann irgendwo in die Folk-Richtung. Ah ja. Ja, das, vor allem das bietet sich ja an, wenn du diese verschiedenen Seiteninstrumente spielst. Das ist ja genau in der Folk-Richtung, ist das ja auch angesagt. Das spielen ja auch viele in bekannten Bands verschiedene Instrumente dann. Ja. So sich Mandoline und Violine oder. Richtig, ja. Die spielen ja oft zwei oder drei oder noch mehr Instrumente. Richtig. Also sie haben in der Regel einen dabei, der alles spielt. Mhm.
Also wenn man mal so genau guckt, dann gibt es in vielen Folkbands mindestens einen, der Multi-Instrumentalist ist. Ja. Meistens zwei und eine Rhythmus-Section mit einer Gitarre, mit einer Bogan oder mit Percussion. Ja, genau, genau. Und das bot sich dann einfach an. Und ich denke mal, Folkmusik war für dich auch interessant, weil es auch durchaus improvisierte Elemente gibt. Da ist, ja. Und es ist akustische Musik. Es ist akustische Musik, es sind improvisierte Momente und Folkmusik ist so wie Jazz. Es ist Standard. Mhm. Also man hat 20 Stücke ja. oder 100, wie auch immer. Und jede Band darf die so interpretieren, wie sie möchte. Ja. Also wenn man Whiskey in the Jar hört oder wenn man Dirty Old Town hört, ja. dann kann jede Band seine Version spielen. Mhm. Und keiner sitzt unten und sagt, habe ich aber auf der CD anders gehört. Ja, ja, und ja, ist genau. enttäuscht. Sondern jeder freut sich, dass er die Melodie erkennt und dass er mitsingen kann. Mhm. Und diese Unmittelbarkeit zum Publikum, das macht Folk und Irish Folk natürlich aus. Und die ja. nehmen sich jede Melodie. Mhm. Also wenn man mal durch die Dubliner Kneipenszene guckt und man da reingeht und hört, dann hört man alles. Ne? Dann denkt man, hey, das ist doch eigentlich ein Gospel. Und die tun aber so, als wäre das irisch. Ja, ja, ja. Und alle haben Spaß und alle singen mit. Und das tun die mit modernen Schlagern, mit ihren Schlagern, mit anderen, die adoptieren alles. Mhm. Und assimilieren das in ihren Stil rein. Das ist fantastisch. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant, weil es ist ja sehr wandlungsfähig. Ja. Du kannst neue Strömungen aufnehmen, ja. du kannst vielleicht ganz alte Sachen ausgraben, die natürlich. Vergessen wurden. Ja. Ist wirklich ja. ähnlich wie bei der Jazzszene. Genau, und es geht noch ein Stück weiter, wenn man das musikalische Material betrachtet, ja. der Tunes, dann ist das in der Regel so alt, dass es Kirchentonarten sind. Mhm. Und da sind wir, haben wir wieder eine Parallele zum Jazz, wo ja viele mit Myxolydisch, mit Lydisch und was weiß ich, ja, mit anderen Skalen arbeiten. Mhm. Die aber... Ja, das ist dann modern, das geht ein bisschen übereinander, man erkennt ein bisschen, vielleicht nicht sofort, aber bei diesen alten Dingern, ich sag mal, Drunken Sailor ist dorisch, ne? Und ja. da guckt man so, ach, wie dorisch, das klingt doch so, als wüsste ich, kenne ich das schon. Ja, es ist halt so alt. Mhm. Ne? Und ist das vielleicht in Irland auch aus der gälischen Kultur dann? Das ist aus der gälischen Kultur, aber es ist natürlich auch einfach aus musikgeschichtlich betrachtet. Ja. Man muss mal überlegen, das Erste, was wir... In der abendländischen Musikgeschichte haben, sind gregorianische Choräle. Ja. Oder noch, gehen wir noch ein Stück davor, altrömische Choräle. Die hatten aber eine hexatonale Struktur. Mhm. Und diese Struktur machte dann die Melodien. Und dann ging man hin und hat über diese Melodien improvisiert. Ja. Und so kamen die Einzigen, die sie aufschreiben konnten, waren die Mönche. Ja. Und so kamen die dann auch in die Fox-Musik rein, also die Gaukler. Und die haben diese Melodien genommen, die sie ja daher kannten, und haben dazwischen improvisiert. Ja. Haben die als das, was wir heute noch kennen als Cantus Firmus, langgezogen und haben dann über die langen Töne wieder improvisiert, aber natürlich in dem tonalen Material, was sie kannten. Natürlich, ja, ja. ja. Und erst im 15., 16. Jahrhundert kamen wir dann in diese Ecke, wo wir dann Dur-Moll sich daraus kristallisiert haben. Ja, genau. Und wo es dann in Richtung Barock ging und so weiter. Und ich denke mal, bei den Folkmusikern oder Ähnlichen, da sie ja nichts notiert haben, war es ja auch noch orale Tradition und dadurch hat sich auch einiges verändert. Das ist der Parallel. Das kenne ich zum Beispiel aus der indischen Musik, da ist genau. alles orale Tradition, da hat sich über das Jahrtausende... Das ist der parallele Strang. Genau. Die Mönche haben das auswendig gelernt. Ja. Das muss man sich überlegen. Das Repertoire der Gregorianik sind etwa 3.500 Stücke. Mhm. Die haben das echt... Und Gregorianik funktioniert so, dass für jeden Tag im Jahr ein Stück komponiert wurde ja. von irgendeinem Sängerkomponisten. Und das kam auch nur an diesem Tag dran. Also wie so ein Heiliger für einen Namenstag? Ja, für genau. Tag, also ne, es gibt für die Osternacht gibt's dieses Stück und dieses Stück passiert auch nur in der Osternacht. Hm. Und wenn ich das jetzt auswendig lernen muss, dann bedeutet das, dass ich ein Jahr warten muss, bis es wieder drankommt. Ja. Und das ist natürlich eine riesen orale Tradition und eine riesen Leistung, was die gemacht haben. Ja. Ne, im Kopf lassen. Natürlich haben die memoriert, die haben das meditiert, die haben das immer wieder trainiert. Haben die das vielleicht so mantraartig auch gesungen ja, zusammen? Natürlich. Und könnte ich vorstellen, also, oder wie man es nennt. Die Tageszeitenliturgie ging ja so, dass die morgens anfingen mit der ersten Stunde, mit der dritten und der sechsten und so weiter. Es gab festgelegte Melodien, Melodiemodelle und so weiter. Das lässt sich alles ja heute noch belegen, das kennen wir alles heute noch. Ja.
Und das ist das Parallel zu irischen, ja. Denn da war die römische Kultur angekommen, die christliche. Ja. Und im Abend hier bei uns hatte sich das von Antike zum Mittelalter hatte sich das unheimlich schwer getan, weil die ganzen großen Städte kaputt gingen und damit auch die Schulen kaputt gingen. Mhm. Aber auf der Insellage Irland war das nicht der Fall. Mhm. Weil die waren natürlich für sich, die haben das Lateinische schön für sich behalten, ja. Und haben dann von da aus ausgehend missioniert in Großbritannien, missioniert hier, also auch hier bei uns, ja. Im Prinzip hier im Münsterland. Und das waren alles irische Mönche. Und die brachten dann diese Art der Musik und der Melodien natürlich wieder hierher. Ja, ja. Und das ist schon eine Geschichte. Das ist ja auch schon so eine europäische Idee jetzt. Aus das ist eine europäische auf Idee. Jeden Fall, auf jeden Fall. Die ganzen Verknüpfungen. Ne? Auf jeden Fall. Aber insgesamt, was du jetzt gerade erzählt hast, es bestätigt mich wieder in meiner Meinung als Musiker, man darf keine Scheuklappen haben. Man muss in alle Richtungen Augen nach hinten noch haben und Ohren. Ja, immer hören. Finde ich, das ist genau meine Einstellung. Alles aufnehmen und gucken. Es gibt in so vielen Richtungen interessante Einflüsse, die man verarbeiten kann. Ja. Oder vielleicht auch erst in 10 Jahren verstehen wird. Ja. Muss man immer total offen. Dann würde ich jetzt noch fragen, was machst du denn aktuell an musikalischen Projekten? Was mache ich aktuell an musikalischen Projekten? Also, ich habe noch, ich sag's einfach nur, ich habe noch promoviert, noch über Musik, über gregorianische Choräle, das haben wir gerade ein bisschen gehört, da geht es ein bisschen mit mir durch. Mhm. Und habe eine gregorianische Schola parallel. Also, das, was du gerade sagtest, keine Scheuklappen, habe ich. Mhm. Ich mache donnerstags Gregorianik und dienstags mache ich Folk. Und ich habe 2 Programme, die immer wieder laufen. Das ist einmal ich singe mit vielen Leuten einfach singen wie die Mönche. Das ist Gregorianik. Ja. Da versuche ich einfach Melodien mit den Psalmen zu singen, wie sie das mögen, wie sie das machen. Einfach dieses Meditative aufzunehmen, dieses zur Ruhe kommen. Weniger, also mich interessiert weniger der Aspekt, dass man da ganz versunken ist. Ich habe mal jemand gefragt und hat gesagt, ja, Wahlgesänge könnte ich auch nehmen. Also das ist nicht das Parallele, es geht nicht um diese Art, sondern es geht wirklich um Spiritualität. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist wirklich irische Musik. Wir haben mittlerweile eine sehr etablierte Weihnachtskonzertkultur, wo wir 6-7 Konzerte spielen, die auch immer wieder kommen. Dazwischen sind bestimmte Texte und Gedichte, also Das ist halt. Du sagtest wir, wie heißt denn dann die Besetzung? Die Besetzung heißt The Moonshiners. Moonshiners, und okay. Die gregorianische Schule heißt Tonus Peregrinus. Mhm. Das ist ein Begriff aus der mittelalterlichen Musiktheorie. Mhm. Das ist das, was wir im Moment regelmäßig machen. Mhm. Oder was ich regelmäßig mache. Und das reicht auch. Wenn man nebenbei noch arbeitet, ist das also natürlich. Anstrengend. Ein kleines Ding fällt mir ein, aber du sagtest, du hast auch ein BWL-Studium. Ja. Hast du das denn auch mit der Musik verbunden, indem du das für Booking und so weiter nutzen kannst? Weil die Verbindung finde ich halt immer interessant, weil viele Musiker halt unfähig sind, sich zu verkaufen und zu vermarkten. Das ist aus persönlichen Gründen oder aus Wissensgründen oft schwierig. Deswegen interessiert mich das jetzt noch. Ja, das habe ich also nicht. Ich nutze das für mich, die Kenntnisse, ganz klar. Aber ich habe das nicht in diesem Bereich getragen. Also ich trenne das ziemlich klar und... Genau. Also in der Regel sage ich bei den BWLern, ich habe was Anständiges gelernt, nämlich Musik. Und bei den Musikern sage ich, ich habe auch was Anständiges gelernt, nämlich BWL. Genau. Also ich trenne es wirklich komplett. Aber ich denke mal, es wäre dann auch eher Kulturmarketing oder sowas, was man dann bräuchte. Das fing damals an, als ich anfing zu arbeiten oder als ich einen Job suchte. Aber die Informatik war da der lukrativere Teil und deshalb bin ich in die Ecke gegangen. Das hat ja auch durchaus Zukunftsperspektive. Ja. Ja, ich würde mal sagen, einfach weitermachen, das hört sich ja wunderbar an. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ein sehr interessantes Gespräch fand ich. Danke dir.